Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum neuen Video und zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es hier vorhin schon auf dem Tisch. Die Firma Wolfgangs hat mich per Post erreicht. Keine Sorge, es ist nicht gesponsert. Es ist auch nicht geschenkt. Es ist alles von mir bar bezahlt worden, daher mein Eigentum. Und ich möchte euch ganz gern zeigen, was ich so bekommen habe. Es geht hier um das Wolfgangs Lupus. Ich habe das vor einigen Tagen direkt nachdem der Kollege Kurpfalz Outdoor es über den Kanal geschickt hatte, gleich durch den Konfigurator gejagt und angekommen ist es heute in der größeren Kiste und darin waren diese drei kleinen Kartons enthalten. Darin sind die Einzelteile des Lupus enthalten. Natürlich müssen die erstmal zusammengebaut werden, es ist kein zusammengestecktes Messer. Gut, der Preis ist zum fertigen Messer, was Amazon gibt, gleich um die 90 Euro. Ich habe es mit dem Rabattgutschein mit 10% günstiger bekommen. Und da wollen wir auch nicht lange quatschen. Fangen wir an. So, hier haben wir einmal den ersten Karton. Okay, das ist hier die Kydex mit Techlock und ja, Dengler-Adapter, wie es aussieht. Sehr schön. So, der mittlere kleine Karton. Da sind die Griffschalen. Ich habe die grünen Griffschalen gewählt dabei. Ich finde die Kombination sowieso ziemlich gut. Jo. Genau, der Feuerstahl war bei der Kydex mit drin. Der darf nicht vergessen sein. Und zum Schluss der große Karton. Das wird wohl die Klinge sein. Mein Gott. Natürlich immer diese Kärtchen wie Krebshilfe und alles mit dabei in jedem Karton. Ja, hier haben wir die Klinge. Habe ich mir einen Stonewash gewünscht. Sieht richtig heiß aus. Mit Klingenschutz oben. Okay. Ja, das sind die Teile, die in den drei Kartons drin waren. Und schauen wir mal. Ich mache mal kurz Pause, baue das Messerchen zusammen und komme gleich wieder. Bis gleich. So, und da wären wir wieder mit zusammengebauten Messerchen. Das ging ja recht schnell und einfach. Ja. Kydex war recht gut schnell zusammengebaut. Der Feuerstahl, ganz schön eng an der Seite, die Öffnung vom Feuerstahl, aber man hat es trotzdem reingekriegt. Also es ist schon recht stramm, das Ganze. Man merkt, dass es neu ist. Nun denn, die Kydex mit dem Techlock. Drainageloch, wie es sich gehört. Warum die immer das Drainageloch auf der Innenseite zum Hose hin immer machen, finde ich ein bisschen rätselhaft. Weil wenn Wasser reinkommt, geht es definitiv auf die Hose. Wäre es nicht doch klüger, dass es man es außen hin machen würde? Hm. Nur ein Gedankenspiel. Ja. Wolfgangs Logo. Dengler Adaptersystem. Wer kein Techlock mag. Ersatzdengler System finde ich auch sehr schön. Also für den Preis recht angemessen, recht großzügiges Ausrüstungsangebot. So, Klingenschneide machen wir mal frei. Gucken wir mal, ob es passt. Ja, da passt. Das passt auf den Millimeter genau. Da wackelt auch nichts. Moment. Da wackelt nichts. Das ist wirklich passgenau gearbeitet. Hier oben Druckknopf, wo ich das rausnehmen kann. Sehr schön. Jo, da haben wir das gute Stück. Stonewash finished und Oliv oder die grünen, olivgrünen Griffschalen. Sehr schön. In dunkelgrünen, also richtig dunkelwaldgrün, wäre es noch besser gewesen, aber Oliv und Stonewash passt wie die Faust aufs Auge. Das ist richtig ein geiles Ding. Damit hat Wolfgangs richtig den richtigen Schritt nach vorn gemacht.
Griffschalen sind auch nicht zu breit, sind auch schön konturiert. Wir haben sogar einen kleinen Schwalbenschwanz drin, eine Fulltang-Klinge. Hinten haben wir für ein Lanyard ein Loch mit drin. Sehr schön gemacht. Fühlt sich richtig schwer massiv an, sind ja ca. 300 Gramm Gewicht, die das Ding hat. Also richtig ein ordentlicher Brocken. Kannst hier unten richtig auch schön an der Kerbe die Finger reinnehmen und zum Hacken nehmen, wie man das schon beim, unter anderem beim Waldmeister in Bremen schon gesehen hat. Der hat das Ding ja in Schwarz Standard ja, gezeigt. Sehr schön. Wolfgangs Logo. D2 Stahl. Sehr schön. So. Dann wollen wir doch mal weitermachen. So, wir haben eine recht massive Klinge. Ja. Ja, ne? Ja, 4,16 mm 1,7 Klingenstärke, das ist recht ordentlich. Mal sehen, wie viel Material wir hinter der Schneidphase haben, liebe Leute. Na, oh. Na? 0,49 der Schneidphase, ja, ein Outdoor-Messer, wie es im Buche steht. Wahrscheinlich auch recht stabil. Nun, das G10 ist geriffelt, also haptisch gesehen nicht rutschig, fühlt sich auch richtig gut an. Ja, gut, gut, dann schauen wir mal, wie die Maße sind bei dem Herrn, bei diesem Wolf. Aha, na komm. So, Gesamtlänge, gute 24 cm. Die Klingenlänge, ja, 11,5 cm Klinge, davon knappe, ja, 11,3 scharf. Das kann sich sehen lassen, also wirklich im Rahmen des 42a Paragraphen. Tragetauglich in Deutschland. Klingenrücken, ja, könnte für einen Feuerstil reichen, auf jeden Fall. Zumindest hier vorne an der Fehlschärfe definitiv. Wir haben hier ein bisschen Jamping. Ja, ist ähnlich wie beim W1 oder beim Ambulo im Prinzip. Also, ja, nicht zu hart und nicht zu weich, aber beißt doch nicht großartig. Also es wird seinen Dienst tun. So, mal weiter im Text. Mal sehen, was es kann. Jo. Okay. Aha. Beißen tut es jedenfalls schon mal. Mal sehen. Ja. Tja. Test bestanden. Die erste Runde. Ja. Okay. Ja, funktioniert bei einem furztrockenen, steinharten Holz. Kein Grünholz, definitiv nicht. Ja, jetzt habe ich hier rumgesaut. Mann, Mann, Mann. Ja, das Wolfgangs Lupus. Extrem starkes Messer, finde ich saumäßig geil. Ha. Mann, Mann, Mann. Da wird es definitiv noch ein paar Tests geben. Und da hätte ich auch schon einen passenden Gegner dafür. Ja. Da hätte ich wirklich schon einen passenden Gegner. Ich finde, vielleicht sollte ich es
Mit dem Messerchen mal vergleich, wenn das Wetter draußen mal mitspielt. Mit dem Jas Irbis. Weil ich finde, die beiden passen ungefähr in dieselbe Kategorie. Den Wolf gegen den Schneeleoparden. Ich denke, das würde ich machen. Ja. Vorab Unboxing und erste Bewertung des Wolfgangs Lupus. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.